Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich weiß, ich wiederhole mich. Heute geht es mal um eine andere Sache, und zwar um das Fahrwerk selber. Da gibt es ja viele Meinungen, die auseinanderdriften. Ja, du musst hoch, du musst runter und weich und hart. Und ich will euch heute nur mal zeigen, wie ich das jetzt hier bei der Scrambler mache. Ja? Und da muss man einige Sachen erstmal beachten. Und das zeige ich euch jetzt erstmal. Ja? Fangen wir mal an. So, als erstes geht es erstmal um das Original Polaris Bordwerkzeug. Ja, da kamen ja auch schon einige Fragen. Ich habe das Werkzeug gar nicht mit bei. Warum ist das nicht mit bei? Ist das nicht original mit bei? Leute, das Werkzeug wird normalerweise bei jedem neuen Quad mit ausgeliefert. Ja, kann mich da nochmal unterhalten mit dem Peinler. Einige sagen, ja, manchmal wird es nicht mitgeschickt, manchmal auch doch. Der wichtigste Schlüssel, den brauchen wir heute auch für das Fahrwerk, ist der hier. Der ist gleichzeitig auch für unsere Variomatiken zum Entriegeln. Ja. Dadurch fesselt sich auch ein bisschen blöder an. Deswegen am besten Handschuh tragen, weil die Ecke hier hinten piekt. Ja. Dann haben wir nämlich noch eine schöne Zange drin. Schön ist gut. Die hat unten einmal einen Schlitz und einen Kreuzschraubendreher. Ja. Die gehört auch mit dazu. Und dann haben wir nochmal den Schlüssel für die Zündkerze. Ja. Und dazu nochmal einen kleinen Torx für die wichtigsten Schrauben. Wa? Mehr ist nicht bei. Wa? Dann habe ich hier noch einen Reifendruckprüfer da drin. Ja. Dass man ab und zu mal den Reifendruck prüfen kann. Wa? Oder wenn man mal nachpumpen muss. Wa? So, dann packen wir das erstmal alles weg, was wir nicht brauchen. Gebt mal einen Kommentar, ob da noch mehr zugehört, weil bei mir und bei Basti war nicht mehr drin. Wir brauchen heute den Schlüssel da hinten. Wa? Und dann zeige ich euch mal erstmal, warum. Wa? Die Scrambler hat schon vom Hause aus eigentlich ein wirklich gutes Fahrwerk. Also es ist ein Fox 2.0 Fahrwerk. Das ist schon, also man merkt Welten zwischen meinem Fahrwerk und diesem Fahrwerk. Also die Scrambler fährt sich ganz, ganz anders. Gut, durch die Achsverhängung, die wir jetzt hinten geändert haben, fährt sich sowieso noch besser. Wir brauchen den Schlüssel, um hier unten, ich habe sie jetzt hier schon gelöst, ja, die Schrauben einzustellen zu können. Ja. Da passt der dann genau rein, ja, und dann kann man das abdrehen. Ja. Und ich zeige euch mal bei der Sportsman auch nochmal. Da ist das nämlich genauso. Ja, genauso ist eigentlich übertrieben. Wa? Wir haben hier ein paar Stufen und haben auch hier oben die Löcher, ja, und da kommt der Schlüssel dann auch reingesetzt. Ja. Eigentlich im Groben Ganzen dasselbe, nur dass wir da drüben bei der Scrambler viel mehr Einstellmöglichkeiten haben. Wa? Gut. Die Dämpfer und Federn sind darf man nicht sagen. Wa? Jedenfalls müssen wir jetzt hier erstmal lockern. Ja? Meine Vorstellung ist jetzt so, dass wenn man absteigt, dass es sich sozusagen komplett aushebt im Fahrwerk. Ja? Das zeige ich euch mal von einer anderen Perspektive. Ich bin jetzt ja hier reingefahren mit meinem Fahrergewicht. Basti wiegt ein bisschen mehr als ich, aber nur ein ganz bisschen. Und ich möchte, wenn man absteigt, dass er dann wieder auf die Höhe geht, wie sie soll. Ja? Und das messe ich mir jetzt erstmal aus. Und dann müssen wir die Federvorspannung so doll straffen, damit sie dann alleine zu diesem Punkt wieder hingeht. Ja? Dann geht nachher das Fahrergewicht drauf, dadurch federt es ein bisschen ein. Und wir haben dann noch ein bisschen Restkomfort. Klar, man könnte sie jetzt noch mehr andrehen und so lange, dass der Fahrer ohne drauf sitzt und komplett nach oben ist. Aber dann ist das wirklich auf Sandwegen und so was wieder ein ekliges Fahren, weil es dann viel, viel zu hart ist, wa? Gut, dann wollen wir jetzt erstmal noch mal runter, erstmal das Maß nehmen hier. Und dann machen wir mal weiter. Ich nehme jetzt hier am Gepäckträger mal das Maß, da haben wir 1,3 Meter. So, jetzt haben wir 1,3 Meter. Jetzt müssen wir erstmal uns noch mal raufsetzen, damit sie wieder runterfedert, wa? Das machen wir mal schnell mal. So. Und jetzt gucken wir mal, wie weit sie wieder eingesunken ist, weil jetzt geht es ja wieder nicht alleine hoch. Da haben wir jetzt 98,5. Hm? Also 4 cm, 4,5 cm brauchen wir. Können wir noch nach oben. Das sind schon Welten, ja, im Offroad. Dann schraube ich die jetzt mal hoch. So, wir haben auf beiden Seiten die untere Kontermutter gelöst, ja. Und ihr seht ja, wir haben hier oben noch hier Winde, ohne Ende. Jetzt müssen wir irgendwie sehen, mangelt der Stabi-Strebe, mangelt dem Reifen, mangelt dem Ausdehnungsgefäß, die das irgendwie hochzuschrauben, dass wir auf die 1,3 Meter kommen, wa? Gut. Aber ich kann euch das nicht zeigen, weil ihr steht genau da, wo ich mich hinsetzen muss und schrauben muss. Wa? Also müsst ihr mir jetzt schon mal vertrauen, dass ich jetzt die obere Schraube nach oben schraube. Wa? Und das auf beiden Seiten. Hm?
Ich muss noch dazu erwähnen, ja, wenn wir jetzt die Schraube hier drehen, müssen wir uns irgendeinen Fixpunkt aussuchen hier und messen und gleichzeitig die andere Seite hochdrehen. Ja, also ihr könnt nicht auf eine Seite jetzt hochdrücken, weil so funktioniert das System ja dann ohne, wa? Und messen wir den Abstand von hier unten nach da oben, also nach die obere, und übertrage das gleichzeitig und dann schraube ich beide Dämpfer systematisch hoch, dass ich auf die 1,03 Meter komme, wa? Gut. Und wenn ich fertig bin, zeige ich euch das Ergebnis. So, wie ihr seht, komme ich leider nicht auf die 1,03 Meter, weil die Winde mir nicht ausreicht. Also hier müsste man normalerweise irgendwie noch einen Adapter einbauen. Ich komme auf 1,02 Meter. Ich bin auch wirklich am allerletzten Rille des Gewindes, wo ich sage, okay, das können wir noch vertreten. Das sind dann natürlich die Konter, haben wir da noch jeden Schrauben wieder. Ja? Und dann machen wir das ganze Spielchen vorne ohne, aber gut, schade eigentlich. Na gut, dann ist es halt so, wa? Mir geht nicht. So, um euch nur zu zeigen nochmal, ja, ich habe schon wieder eine dreckige Hose, wa? Die federn mal ein bisschen ein. Restkomfort ist noch da. So, aber straffer geworden, wesentlich straffer. So, dann zeige ich euch meinen Zollstock. Gliedermaßstab, ich weiß, ist kein Zollstock. Mein Gott, ich mal nicht so affig. Ha? Wir sollten eigentlich bei 1,03 Meter, aber ich komme nur auf... Hä? Willst du mich jetzt verarschen? Wieso komme ich denn jetzt weiter als vorher? Ich bin jetzt bei 1,03 Meter und 7. Fast 1,04 Meter. Und 4. Dann reicht es dir doch aus. Cool. Also die Zeller Maximum. Ihr müsst auch wirklich aufpassen, dass es wirklich an der Winde sitzt. Maximum hochgeschraubt. Dann hat es bei mir hier gepasst. Und ich habe immer noch ein bisschen Komfort. Ja. Federn tut sie noch. Und federt richtig schön raus. Scheiße, warum ist die immer so hoch? Die war eben gerade noch nicht so hoch. Ja, 1,35 Meter. Hat gepasst. Gut. Dann machen wir dieselbe Scheiße vorne weiter. Gucken wir mal grob hier. Wir haben hier 1 Meter und 2,7. Bei 7, das ist gerade. Gut. Passt. Ab nach vorne. So, vorne haben auch sehr viel Winde noch, ja. Basti hatte hier damals mal rumgespielt, weil ihm das Fahrwerk zu hart war. Aber ey, wir brauchen beim Offroad und tiefen Schlammfahrten brauchen Höhe vom Fahrzeug, wa? Und deswegen schrauben wir jetzt das hoch. Also machen wir wieder so wie hinten. Wir federn sie erstmal aus, nehmen uns den Fixpunkt, wie hoch wir kommen können. Und dann schrauben wir die Dinger hier auch noch nach oben. Also die Dinger nach unten, wa? Nicht nach oben, nach unten müssen die, um die Federvorspannung zu drücken, damit sie hochkommen, wa? Gut. Wollen wir erstmal den Fixpunkt vorne machen? Dazu heben wir so uns erstmal aus, wa? Oh, ich hab's halt mal mit dem Kreuzer. Gut. Und Fixpunkt nehme ich jetzt hier am Nummernschild einfach. Wa? Oberkante oder Unterkante ist doch egal, oder? Da haben wir hier jetzt ja, glatt 69. Das ist unser Fixpunkt, ja? Jetzt setzen wir uns wieder auf, drücken die Kiste runter und schrauben die Federn so lange, bis wir auf die 69 kommen. Und danach können wir die Achse einstellen. Die Spur. Hm? So, haben wir sie wieder runtergedrückt. Dann haben wir sie jetzt auf 65,5. Ja, da können wir ein paar Zenti. Ein paar Zenti kriegen wir. Gut. Wollen wir mal. So, ich habe bewusst hinten Dinge zu glatt, ja. Hier vorne geht es nämlich nicht so, wie ich es will. Weil wir haben hier keinen Spielraum, mit dem Schlüssel irgendwie irgendwas zu schrauben, ja. Das heißt also, wir müssen vorne bei der Scrambler den Dämpfer abbauen und den rausziehen, damit man hintenrum dann das Ding runterschrauben kann. Ja, das wird natürlich ein ganz schön Ratespiel. Das ist doch von Arsch, ist das. Warum kann man hier nicht hantieren? Das ist doch von Arsch. Gut. Habe ich schon gesagt, dass das von Arsch ist? Ja, gut. Aufbocken. So, ich habe den Dämpfer jetzt rausgelöst und ich sage euch eins, das macht keinen Spaß, weil da kannst du nicht mit einer Ratsche arbeiten. Nee, da musst du einen Ringschlüssel nehmen und am besten auf der anderen Seite ohne Maulschlüssel oder eben so einen Ratschenschlüssel hier habe ich ohne. Der, weil man kriegt ja den Bolzen nicht rausgezogen einfach. Nee, das ist vergammelt hier. Verrostet und vergammelt.
Nicht mehr mit mir. Ah, gut. Jetzt können wir natürlich den Schlüssel richtig ansetzen. Ich kann mal nämlich das Teil komplett lösen hier. Mehr oder weniger, wa? Ich kann das obere Teil komplett lösen. Die Sicherungsschraube, ja. Seht ihr? Und dann mache ich pauschal jetzt einfach mal 4 cm mehr Vorspannung. Und dann gucken wir mal, wie das aussieht. Und das knirscht hier alle noch mit vollem Sand hier, ey. Oh Mann, ey. Gut, ihr seht ja gleich. Wenn ich das hier. Ah, jetzt ist es leichter. Wenn ich jetzt hier die 4 cm tiefer habe. Und dann muss ich das Spiel muss ich auf der anderen Seite auch machen. Dann bauen wir so ein, testen das. Vielleicht muss ich wieder mal zurückschrauben oder. Ja, gut, okay. Ihr seht im nächsten Schnitt, wie es weitergeht. Gut, ich habe jetzt beide Seiten auf genau von der Kante hier, wo es schwarz aufhört, zu dem unteren Ring 9 cm eingestellt. Nur erstmal gucken, ob es so geht, wie ich es dann hätte. Also die Seite war noch beschissener auseinanderzuschrauben, ja? Also, das ist heftig. Das ist nicht so schön wie bei der Sportsman. So, jetzt habe ich beide Seiten soweit erstmal vorgespannt, auf 9 cm, was ich euch gesagt habe. Jetzt setze ich mich nochmal rauf, feder noch ein bisschen ein. Mal gucken, oder vorne auf dem Frontbumper irgendwie so. Ich habe noch keine Ahnung, irgendwie das erstmal nochmal runterkriegen. Mal. Dann kommt er hoch. Und was haben wir ja? 69 oder 69,5, weiß ich gar nicht mehr. Scheiße. Aber ihr habt es ja gesehen im Video, wa? Und ich bin bei 69. Gut, passt. Dann kann ich alles festschrauben und die Spur einstellen. Aber Basti, dein Fahrwerk einstellen werde ich nie wieder, weil vorne ist es eine richtige Qual. Ja? Also komm nicht bei mir an, nochmal mit dem Fahrwerk einstellen. Wieder nebeneinander gestellt, bin jetzt soweit durch. Und was soll ich sagen? Scheiße. Ja, scheiße. Die ist höher als meine. Gut, ich habe noch die Serienreifen drauf, noch nicht meine Offroad-Reifen, die sind ja auch 28 Zoll. Aber so hoch komme ich nicht. Mm-mm. Scheiße. Und wenn man nochmal vergleicht, mein Schnorchel, ja, da unterm Lenker und sein Schnorchel über dem Lenker. Jetzt muss er nur noch dicht sein. Das werden wir ja am Sonntag rausfinden, wa? Also, ja, ist schon heftig, wa? Die Verwandlung. Und ich habe es auch so ungefähr, ja, steht noch ein bisschen weiter vor, ja, gut, okay. Und steht auch weiter hinten raus, eben durch die anderen Arme, wa? Ich will auch so eine Arme haben. Ich habe nicht die Kohle dafür. Scheiße. Gut. Seht ihr auch noch von hinten? Ja? Ach, scheiße. Die ist höher. Aber ich muss sagen, meine Arme sehen besser aus da, ja? Die gehen auch schön gerade und dann runter. Und seine gehen so runter, wa? Hm, meine Arme sind besser. Nee, sind sie nicht. Seine sind besser. Weil sie eben noch nach hinten wandern und dadurch einen besseren Radstand hat und fährt zu viel Rühe auf der Straße. Gut. Wie sich jetzt das ganze System schlägt gegen Can-Am, ja, XMR, Renegade und Outlander, Enrico und Sven, das werden wir am Sonntag sehen. Und seid ihr gespannt auf das Video? Ich werde alle Kameras in meine Drohne fliegen lassen und ich werde das aufnehmen. Auch wenn da Wasser drin läuft und der Motor brät ist, ja, dann steht sie wieder ein Jahr bei mir. Die steht nämlich jetzt schon 9 Monate bei mir. Ja. Da muss ich noch mal sagen, Basti, Respekt, dass du das Ding so lange stehen lassen hast. Weil ich hatte ja auch andere Projekte, ja, wie meine Kläranlage, die auch schon richtig gut im Betrieb ist. Wa? Und jetzt sind nur noch Kleinigkeiten. Ja, der Schnorchel muss noch ein bisschen feinjustiert werden. Die Abdeckung muss noch machen. Aber sonst ist er eigentlich so weit. Ja, ach so, ja, und der Luftfilterkasten, den ich da konstruiert habe, mache ich auch mal einen Link da. Den müssen wir auch noch überprüfen, den Weg noch ein bisschen abändern. Ich habe sowas nämlich noch nicht dran. Ne? Ich habe mich wirklich jetzt erstmal nur auf die Scrambler konzentriert. Oh, ist ja schon windig hier. Und ich freue mich schon, wenn der das Ding da voll durchsemmelt und kein Wasser drin läuft. Wa? Wie gesagt, seid ihr gespannt auf die nächsten Teile. Also auf jeden Fall Sonntag, ja. Sonntag werden wir das Ding versenken. Er hat gesagt, es ist ihm scheißegal, wie tief die Pfütze ist. Ich sage, solange wie der Schnorchel oben rausguckt, ist mir alles scheißegal. Wenn irgendwie Wasser rinschwappt, bin ich außen vor. Ja, keine Gewährleistung mehr. Und ich halte alle meine Kameras drauf. Und ich muss aufpassen, dass er das Ding unter Wasser kriegt. Nicht unter Wasser kriegt. Gut, okay. Ich schweife ab. Vielen Dank, dass ihr meine Videos schaut. Haut drin in die Kommentare, ob es euch gefällt oder nicht.
Wie gesagt, aber wenn man so anguckt, ja, Sportsman oder Scrambler, das ist wirklich eine Glaubenssache, wa? Das komplette Chassis ist ja eigentlich alles selber. Nur die Anbauteile und die Verkleidung ist ein bisschen anders, wa? Und der hat das bessere Fahrwerk, der hat die besseren A-Arme, der ist ein bisschen leichter. Das gegen Stauraum und eine Seilwinde? Na gut, okay. Gut, hau da rein, wa? Bis die Tage.